Hey Cordula. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf diesen Abend. Und es ist immer spannend mit dir, Alistair. Unsere Zeit ist immer viel zu kurz, wenn wir quatschen, und deswegen legen wir gleich los. Es ist der Folgeabend, der letzte war mit Jeremy Johnson. Das war auch sehr spannend, über integrales Bewusstsein und Sean Gebser. Heute Abend sprechen wir über ein Thema, das wir zusammen ausgewählt haben. Why now? Why you? Why me? Und was soll ich dazu sagen? Alistair, wir kennen uns, wir haben vorhin gerade überlegt, so an die 10 Jahre. Ich glaube, was uns verbindet, neben unserer Freundschaft natürlich, ist, dass wir beide so Menschen sind, die im Integralen immer mal wieder wegtauchen. Dann werde ich immer wieder gefragt, so im integralen Forum: Weiß eigentlich jemand, wo der Alistair gerade ist? Was macht er denn gerade? Und dann hast du so ein bisschen den Ruf, ein klein wenig crazy zu sein. Und dann bist du plötzlich weg und dann hört man wieder von dir und merkt, du hast ganz viel gemacht, du hast ganz viel bewegt, du hast total kontinuierlich hart gearbeitet, bist in Megaprojekten engagiert, was man so an der Oberfläche dann gar nicht so mitkriegt. Aber wenn man dann dir zuhört, ist, wie gesagt, die Zeit immer zu kurz, alles zu hören, was du schon wieder manifestiert hast und katalysiert hast. Und du tanzt wirklich auf ganz vielen integralen Hochzeiten. Du hast vorhin schon gesagt, du warst ganz viel in Schweden, hast da eine tolle Community auch. Und vor allem aber eine radikale, integrale Lebenspraxis. Und was wäre das integrale Forum, wenn uns dieses Thema nicht brennend interessieren müsste? Wir hatten heute Morgen Hauptkreissitzung. Und unsere liebe Laura, unsere Salonlead-Leiterin, hat uns darauf angesprochen, dass die Leidenschaft und die Intensität manchmal etwas zu bemängeln ist in unseren Treffen. Und deswegen finde ich es mega cool, dass gerade heute Abend wir mit dir jemand haben, dem es ganz sicher an Intensität nicht fehlt in deinem Leben. Zwei Dinge möchte ich dich zu Beginn fragen. Alistair, wo tauchen wir eigentlich, ich glaube, das machen wir beide, wo tauchen wir eigentlich immer wieder ab, wenn wir weg sind? Was passiert da? Wir sind beides Menschen, die ganz tief in unsere eigenen Prozesse gehen, es nicht scheuen, auch mal dann wirklich radically grieving processes zu durchlaufen, radically alleine zu sein oder eben radically ganz sich verschenken in einer Beziehung oder Welt, sich wiederzufinden. Und erzähl uns doch einfach mal, was du gerade so gemacht hast, wo du gerade bist und was die letzten Wochen so dir geschenkt haben. Okay, das finde ich jetzt einen ziemlich krassen Einstieg, aber eine meiner Kernkompetenzen oder Geschenke ist, dass ich echt sehr ehrlich bin mit mir selbst. Meine letzten Wochen waren eine emotionale Vollwaschmaschine, weil ich mich vor 1,5 Jahren super verliebt habe in der Schwedin. Und ich hatte sehr wenige Beziehungen in meinem Leben, 3 genau an der Zahl, immer sehr lange. Und da war für mich klar so, das ist jetzt die Frau für immer oder für die nächste Lebensphase und für Kinder und so. Und obwohl ich immer auf Augenhöhe neue Beziehungskonzepte gelebt habe, aber viel weniger wild, als sich das viele vorstellen, die es nicht kennen, kann ich dann gerne auch nachher nochmal drüber sprechen, war bei ihr klar nach 14 Jahren Ehe und sie hat mich proaktiv angesprochen. Das ist jetzt sehr diplomatisch. Sie hat mich sehr. Mir passiert es manchmal im Leben, dass Frauen mich direkt ansprechen, so körperlich, so im Sinn von so, ey, ich habe das Gefühl und du bist genau der richtige Mann, da wie was aufzumachen bei mir. Da habe ich gesagt, okay, finde ich ein bisschen direkt die Ansage. Wir kannten uns als Kollegen schon. Gesagt, getan, ich mich unsterblich verliebt. Wir haben jetzt 1,5 Jahre eine Beziehung gehabt. Für mich das erste Mal eine komplett offene Beziehung. Komplett. Und ich komme aus einer polyamorösen Familie. Meine Eltern sind seit 46 Jahren verheiratet und leben polyamorös mit anderen Partnern daheim zusammen.
Das, da habe ich natürlich auch einige Traumata oder schwierige Erlebnisse gehabt. Und ich habe für mich in den letzten 4 Wochen entschieden, dass bei aller Offenheit, die ich immer gelebt habe, für mich die jetzige Lebensphase, also es ist meine Entscheidung gewesen, da einfach zu sagen, das sind einfach gerade sehr unterschiedliche Lebensphasen. Ich habe mich komplett ausgelebt, bin hier, seen this, done that, gibt wenig, was ich ausgelassen habe in meinem Leben. Und ich habe gerade Lust auf eine Frau, Minimum 10 Jahre, eigene Kinder, Community. Und der Transformationsprozess mit dem Wegtauchen, ich komme gerade aus 5 Tagen bei meinen Eltern, wo ich Rotz und Wasser geheult habe und gleichzeitig zum allerersten Mal in meinem Leben mich selbst halten konnte in diesem tiefen Trauerprozess und gleichzeitig trotzdem die Nähe und die Liebe zu meinen Eltern und die Liebe von denen zu mir zulassen könnte. Ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele Details über sie gesprochen. Ich halte sie in höchsten Ehren. Thomas kennt sie auch. Die tiefste Wahrheit, radikal, ist, dass wir auf der Ebene der Seelengefährtenschaft, so nenne ich das immer, vermutlich bis ans Ende unseres Lebens verbunden sind, politisch, geschäftlich, als Gefährten. Aber dass es mir, ich bin eh immer so schnell verknallt, nicht gut tut, da permanent in der Vollwaschmaschine zu sein, emotional, die mich, ich lebe primär für meinen Purpose, für mein Deutsch, für meine Berufung und nicht primär für eine Partnerschaft. Ja, da brauche ich einfach was Klareres. Und da sind wir uns sehr schnell einig geworden, dass das primär, ich habe kein Problem, dass sie andere Männer hat, überhaupt nicht, stört mich nicht mehr so, habe ich kein Problem, aber die Klarheit, also ich brauche ein klares Commitment von einer Frau für mich in dieser Lebensphase. Das war deine Einstiegsfrage. Das, ich bin immer sehr spontan beim Antworten. Was hast du bekommen? Hä? Hast du es bekommen? Was habe ich bekommen? Das Ja. Nee, ich habe es nicht bekommen. Aber das ist auch sehr ehrlich, weil sie eine Frau ist, die nach 14 Jahren Ehe und 11 Jahren Kinder und Pipi, Kaka und Windeln wechseln und ganz konventionelles Beziehungsmodell und so von wegen schon mal Fremdknutschen ist böse, was ich ja nie gelebt habe. Das ist natürlich toll und faszinierend, mich da so kennenzulernen, aber das darf sie mit ganz vielen anderen tollen Männern jetzt ausprobieren. Genau. Und ich bin da gern als Gefährte an ihrer Seite. Genau. Das war deine erste Frage. Du hast, also, keine Ahnung. Ich bin schuld. Ja, du hättest ja auch jetzt von deiner beruflichen Transformation sprechen können. Aber gut, jetzt hatten wir ein sehr persönliches Intro. Finde ich auch total schön. Du hast gerade, ich mache jetzt mal den Schlenker, von deinem Purpose gesprochen. Mhm. Und Purpose hat ja auch viel zu tun mit showing up. Also, why now? Why me? Why you? Und ja, es ist ein Thema, glaube ich, für uns alle. Was verbindest du damit? Die Webseite, auf die alle heute gehen können, wird, die ist so 5 Jahre alt und die wird es in 2 Wochen nicht mehr geben. Die schaut vom Style genauso aus, aber da bleibt kein Baustein auf dem anderen. Im Kern der Webseite steht Radical Systemic Change, also die gibt es auch wieder nur auf Englisch. Und der Claim, den ich mache, ist Catalyzing Radical Systemic Change, also radikalen systemischen Wandel katalysieren. Was meine ich damit? Für mich bedeutet systemischer Wandel, dass so, wie wir Gesellschaft im Außen verstehen, also unser Geldsystem funktioniert, ich habe Volkswirtschaft studiert, also generell, wie Geld überhaupt funktioniert. Unser Geldsystem gibt es so erst seit 1978 ungefähr, so grob, wie wir es verstehen, seit 1648. Also es sind alles relativ junge Gebilde und Konstruktionen und gesellschaftliche Verträge. Das heißt, wenn ich dann nachher noch über die Projekte ein bisschen spreche, eins der Projekte, das ich
nicht leite, wo ich eine leitende Funktion habe. Da geht es darum, intergenerationale Geldanlagen zu schaffen mit einem Anlagezeitraum von 100 bis 700 Jahren. 700 Jahre deswegen, weil um eine Wüste oder ein semiarides Gebiet wieder in einen Mischwald oder einen Primärregenwald zu verwandeln, das dauert halt einfach ein paar hundert Jahre und da gibt es keine Finanzinstrumente dazu. Gibt es einfach nicht. Das ist zum Beispiel eine Sache, radikal systemischer Wandel hat sicherlich auch kulturelle Komponenten. Ich bin aber keiner, der spezialisiert ist auf Organisationsdesign. Ich arbeite eigentlich immer in Projekten, in Wilberscher Quadrantenlogik, die sich mit Rechtsaußen beschäftigen. Das andere Projekt, bei dem ich auch eine leitende Funktion habe, in der Kommunikation, beides mal im Fundraising, also die Erfolgskennzahl ist die Kohle, die ich von reichen und sehr reichen Leuten versuche, da zu organisieren. Das andere Projekt, die Co-Creation Foundation, baut die Prozessbausteine, um eine planetare Zivilisation zu schaffen. Und ganz konkretes Ziel ist es, die transnationalen Organisationen, also WHO, WTO, UNO, umzubauen. Das sind alles Projekte, die sicherlich so lange brauchen, wie ich hier physisch in diesem Körper auf diesem Planeten bin und vermutlich länger. Vielleicht noch ein letzter Satz. Ich glaube, dass radikal systemischer Wandel eben innen und außen und alle Quadranten braucht. Und ich glaube nicht, dass ich überall ein Spezialist bin. Ich komme aus einem sehr langen Leidensweg. Dazu werde ich auch gerade selbst noch was sagen. Und habe halt einfach sehr hart und steinig und mit viel Schmerz meinen Weg gehen müssen, dürfen. Und ich wünsche vielen, die da draußen sind, dass es nicht so steinig und so schmerzvoll ist. Klar gibt es Schlimmeres. Ich bin kein syrisches Kriegsopfer. Ich wurde nicht multiple vergewaltigt. Ich habe einen deutschen Pass. Aber leicht war es nicht, mich jetzt so lachen zu sehen. Ich bin immer wieder verwundert, dass die Freude bei mir dann wieder einkehrt, was sehr schön ist. Ja, das ist doch auch ein guter Übergang zur Frage radical, also radikal. Wir haben diesen Abend mit radikaler Liebe, radikaler Präsenz benannt und vor allem Lebenspraxis und sprachen jetzt von deinem Purpose. Das ist so meine Frage und ich würde danach auch gerne wirklich die Moderation öffnen. Also ich habe so das Gefühl, wir sind alles Menschen hier, wir können miteinander sprechen, es braucht jetzt nicht so ein Einzelgespräch. Aber eine Frage hätte ich noch. Also wie hat dir die integrale Lebenspraxis oder dein Lebensweg geholfen, in dieser radikalen Präsenz? Ein Stück weit verausgabst du dich ja in deinem Purpose auch, also im Frohen, ja, im Guten. Du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die irgendwie keine Grenzen haben in dem, was sie tun, auch in der Intensität nicht. Und deswegen einfach, dass wir das mal kognitiv auch nachvollziehen können, wie war dein Weg in einer integralen Lebenspraxis dienlich dazu, in so eine Intensität zu kommen, in der du dich auch gerne verschenkst, ja? Ich glaube wirklich, das Sinnvollste, auch wenn es ein bisschen klassisch ist aus meiner Perspektive, ist, so per Handzeichen einfach die Frage, wer mich tiefer und genauer in meiner Biografie mal studiert hat. Weil das macht Sinn, es dauert in der Regel 3 bis 5 Minuten, das zu skizzieren, weil durch die Sackgassen und da, wo ich mich verlaufen habe, ist ja häufig so, dass wir am meisten lernen, wenn wir uns verlaufen. Das heißt, meine integrale Lebenspraxis hat im Prinzip mit 2 Dingen begonnen. Ich bin früh ausgezogen mit 12 auf die staatliche Ballettschule Berlin, wollte Balletttänzer werden. Und mit 16 ist dieser Lebenstraum zusammengekracht und ich musste von Berlin, was ich total geil fand, wieder zurück nach Würzburg, was ich total kacke fand.
und bin in eine schwere Lebenskrise gefallen. Und mein Vater, ich bin sehr eng und gut mit meinem Vater, ich finde, wir haben ein sehr geklärtes Verhältnis, der hat mich mit knapp 16 ins Haus St. Benedikt gesteckt, zu Williges Jäger, von dem auch diese Kette ist. Und Williges Jäger war ein Benediktinermönch und Zen-Pater. Und ich habe 6 Jahre in der katholischen Kirche gedient, bevor ich nach Berlin bin, bevor meine Sexualität erwacht ist. Also dieses so, man denkt wirklich, Gott gibt es da draußen halt so. Ne? So, also ich habe das zumindest geglaubt und viel mit dem gebetet. Und als ich Williges gesehen habe und seine Bücher gelesen habe, und ansonsten habe ich vor allem Jiddu Krishnamurti gelesen, war mir einfach so klar, dass der Typ, also Williges und Jiddu Krishnamurti, einfach irgendwo anders schweben, schwingen, drauf sind. Und so habe ich mich sehr intensiv mit 17 begonnen, für ziemlich genau 7 Jahre ausschließlich mit Meditation beschäftigt. Also Zen, Vipassana, christliche Kontemplation, yogische, konzentrative Meditation, so voll rein, voll extrem, manchmal 18 Stunden am Stück, Nächte nicht geschlafen, nur auf die Kerzenflamme geschaut, Kundalini-Erweckung, so keine Ahnung, so crazy halt, ja. Und ich hatte da alle möglichen spannenden psychedelischen Erfahrungen, würde ich sagen. Ich habe Psychedelika, bis ich 32 bin, nie genommen, aber nur Licht oder keine Ahnung, oder also alle möglichen, vor allem subtil. Ne? Ich habe keine kausale Erfahrung gehabt, bis vor ein paar Jahren mal. Aber halt so diese ganzen, alles ist Licht und eins und keine Ahnung, so Zeug halt, ja. Und mit 24 habe ich aber festgestellt, dass ich als Student, ich habe mit 24 Eros, Kosmos, Logos gelesen. Das war mein erstes Buch von Ken Wilber. Tatsächlich auf Deutsch. Und ich habe das so in 4, 5 Tagen, also ich habe es einfach durchgelesen. Dennis Wittrock hat mir das in die Hand gedrückt. Und dann habe ich so generalstabsmäßig Quadranten gezeichnet und habe gesagt, okay, also ich will die gesamte Gesellschaft transformieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe aber echt ein Suchtthema. Also ich hatte immer ein Suchtthema mit Alkohol, Zigaretten und Kiffen, um meine Energie so runterzufahren. Ja? Und ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses nur Meditieren für mich nicht viel Sinn gemacht hat, weil ich ja nicht wirklich klargekommen bin. Also bin ich generalstabsmäßig zur Suchtberatungsstelle der Uni Stadt Göttingen gegangen, mit einem schicken Köfferchen. Ich war immer ein sehr guter Student und wurde da vorstellig. Und die wollten mir keinen Termin geben. Da habe ich gesagt, es ist mir voll egal, ob sie mir keinen Termin geben wollen. Ich habe ein echtes Suchtthema. Ich rauche und kiff und sauf wie ein Wahnsinniger. Ja, so wie jeder Student halt. Naja, in ihrem Alter macht man das so. Und meinte ich, nee, Leute, ich kriege hier einen Suchtberatungstermin. Und das war, dann habe ich eine Verhaltenstherapie tatsächlich bekommen, neben allen anderen, die halt Kokain und was die alle, keine Ahnung mehr, ja, was sie gemacht haben, habe ich ja nie gemacht. Und das war meine erste Therapieerfahrung, die war total heilsam. Das war eine Kurzzeitverhaltenstherapie. Und das hat so meiner Sucht die Spitze genommen, als die Therapeutin. Das war, man sitzt so auf dem Stuhl und auf dem anderen Stuhl, also man redet so mit sich selbst. Und irgendwann habe ich begriffen, dass ich eigentlich nur so viel trinke und kiffe. Also ich habe vor allem immer von morgens bis abends, ich war so ein Typ, ich habe nonstop gekifft. Ne? Also morgens aufstehen kiffen, in der Uni kiffen, mittags kiffen, vor der Schulaufgabe kiffen, immer kiffen halt. Ja? Und als ich verstanden habe, dass ich das nur mache, um sozusagen mich so auszupegeln, da habe ich halt einfach noch mehr studiert und noch 2 Sprachen gelernt und Ehrenamt gemacht und habe mich da halt so voll in diese Unikiste reingeschmissen und tatsächlich ins Integrale Forum, ja, sehr intensiv, ne, mit iMove und diese ganzen Retreats, die wir organisiert haben, insgesamt ja, keine Ahnung, bis 2011, also 7 Jahre lang, ja, zwischen 2004 und 2011 halt sehr intensiv mit, ja, Wilber,
Meditation. Ich habe dann sehr viele Papaji-Schüler. Ich weiß nicht, ob man den kennt. Das ist ein Advaita Vedanta-Typ gewesen, der auch ziemlich wach war. Und auf jeden Fall ziemlich viele von denen, seinen Schülern, sind auch erwacht, was auch immer das bedeutet. Und ich saß dann ziemlich viel mit so spirituell Erwachten rum an den Wochenenden und so. Und ich habe mich dann meistens immer direkt vor die gesetzt und habe mit denen mir ziemlich heftige Wortgefechte geliefert, weil ich so denen die ganze Om Satchitananda Show nicht so ganz abgenommen habe. So ungefähr. Integrale Lebenspraxis hat für mich in meinem Leidensweg. Ach so, warte mal, das ist ganz wichtig. Ich habe mir mit 2 Jahren und 8 Monaten den linken Oberschenkel bis auf die Knochen verbrannt. Ja, also mein erstes Kindheitserlebnis ist, dass ich in Notarztwagen aufgewacht bin. Das heißt, meine Art als Kind, das zu bewältigen, war, die Gefühle nicht zu fühlen und ins Denken zu gehen. Also ich habe mir Lesen, Schreiben, Rechnen mit 4,5 beigebracht, konnte multiplizieren im Tausenderbereich, bevor ich in die Schule kam, war halt so kognitiv hochbegabt. Aber ich hatte mein Leben lang Panikattacken, schwerste Albträume, schlaflose Nächten und depressive Episoden und bin erst seit 3,5 Jahren, nach 14 Jahren Therapie, ich habe so wirklich nahezu alles gemacht, was es auf dem Markt gibt, außer Psychoanalyse, das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Aber nur, weil die Therapeuten immer meinten, macht keinen Sinn für dich. So. Aber sonst hätte ich es, glaube ich, auch gemacht. Und seit 3,5 Jahren bin ich nahezu symptomfrei. Also selbst in dieser schweren Zeit jetzt vor 4 Wochen habe ich gearbeitet, habe ich Geld verdient, habe ich geheult und war so, ach, scheiße, Alter, was passiert hier wieder? Fuck, du dachtest doch, das ist sie. Aber mich hat es nicht sozusagen komplett aus der Kurve geworfen. Und als ich vor 3,5 Jahren dieses Durchbruchserlebnis hatte mit einer Therapeutin, die auf Traumatherapie spezialisiert ist, dann meinte sie zu mir, so, Alistair, also wir duzen uns, sie heißt Brigitte, meinte sie, so, und jetzt kannst du mal beginnen, dein Leben aufzubauen. Und ich war so, Alter, ey, jetzt bin ich schon 38 und Brigitte sagt mir, ich kann jetzt beginnen, mein Leben aufzubauen. Aber seit 3,5 Jahren ist mein Leben halt viel, viel einfacher, weil ich halt auf radikal, das war halt so eine der zentralen Kindheitstraumata, dieses, man nennt das ein Schocktrauma. Ne? Und ja, ich finde, das genügt erstmal, oder? So roughly, so Therapie, Meditation. Ich mache auch viel anderen Kram natürlich. Wollen wir jetzt einfach den Raum öffnen? Wie machen wir das? Fragen, bombardiert mich, stellt Fragen. Cordula meinte, dürfen die dich alles fragen? Ja, dürft ihr. Ich komme aus dem Haushalt, ich rede sogar mit meiner Großmutter über alles, literally über alles. Insofern fragt mich egal was. Genau. Ach so, was noch gut ist, bevor wir ins Fragen gehen, das, was ich anbiete, biete ich erst seit meinem 41. Geburtstag an. Ich habe immer nur als Unternehmensberater gearbeitet, weil ich gesagt habe, als Coach ungefähr, ich nenne das Gefährte auf der neuen Webseite, möchte ich erst auftauchen, wenn ich meine 7 Sachen beisammen habe und nicht so tun, als hätte ich meine 7 Sachen beisammen. Und dann behaupte ich einfach mal, dass ich die ganz gut beieinander habe. Genau, das vielleicht so. Genau, einfach unmuten, fragen, ich bin wirklich offen für alles, was kann ich, was nicht. Genau. Die 7 Sachen beisammen haben, das hat mich gerade spannend gemacht. Wir zusammen erstmal. Woran machst du das fest? Also,
wie überprüfst du, dass du dir da sicher sein kannst? Sehr gute Frage. Ich habe meine Vordiplomsarbeit darüber gemacht, ob durch Langzeitmeditation die Kongruenz zwischen der Selbstwahrnehmung, der Fremdwahrnehmung und der vermuteten Fremdwahrnehmung kongruent wird. Also wenn ich meine, dass ich meine 7 Sachen beisammen habe und meine Mutter, mein Vater, meine engsten Freunde, meine Geschäftskollegen, meine Ex-Partnerinnen auf meinem 40. Geburtstag und meine Geliebten meinen, dass ich meine 7 Sachen beisammen habe, und ich die fragen kann, ob sie meinen, dass ich die 7 Sachen beisammen habe und das ungefähr kongruent ist, im Gegensatz zu vor 10 Jahren zum Beispiel oder 15 Jahren, dann würde ich sagen, also ich bin einfach beinehrlich und ich bin ja nicht perfekt. Ich bin einfach nur ehrlich. Ich verkaufe zum Beispiel auch nur das, was ich echt gut kann. Also ich kann viel ja nicht. Ich bin zum Beispiel 2 linke Hände. Ich kann nicht mal gescheit ein Regal anbringen. Also mein Bruder kann das zum Beispiel. So, Handwerk ist nicht meins. Ja? War das okay als Antwort? Also 7 Sachen? Perfekt, danke. Ja. Was machst du jetzt als Lebenspraxis und ist das immer gleich oder ändert sich das? Das ist auch eine sehr gute Frage. Außer in Zeiten, wo was nicht mehr häufig vorkommt, aber früher war, also wenn ich halt echt schwer, ich hatte ein paar echt depressive Episoden in meinem Leben, also wo ich einfach nicht verkehrstüchtig war. Die letzte war vor 2009 auf 2010. Richtig krass, also wo meine Familie sich um mich gekümmert hat, für 3-4 Monate. Ansonsten, ich stehe morgens auf. Ich habe eine stille Praxis. Allerdings, also ich bete, ich gehe in die Stille, ich visualisiere, ich mache Energiearbeit, ich mache seit 9 Jahren intensiv Arbeit mit Pflanzenmedizin, also psychedelische Arbeit mit Urvölkern, gehe da auch in eine 18-monatige Ausbildung, viele 100 Zeremonien mit, also nicht mit allem, was es so gibt, aber Ayahuasca werden manche gehört haben, Kaktus, das ist die heilige Pflanze aus Mexiko, Pilze, LSD, MDMA, also auch noch anderen Kram, aber und die auch da wieder integrale Lebenspraxis, ich habe das nie angefasst, weil ich so viel Angst davor hatte und mit 32 hat ein Freund von mir, der Psychotherapeut ist, weil ich nie an dieses Verbrennungstrauma dran kam, hat mir gesagt, Alistair, du brauchst genau eine Sitzung mit MDMA und du wirst dieses Trauma viel besser bearbeiten können. Naja, und das war in einem psychotherapeutischen Setting. Ich habe MDMA genommen. Das ist dasselbe, was Ecstasy ist. Genau dasselbe. Also die Rave-Droge, ja. Genau dasselbe, das ist ein Serotonin-Inhibitor, das heißt, das Serotonin baut sich nicht ab und du schwebst in Liebe und Alleinheit für 4 Stunden ungefähr. Und er hat mir 4 Stunden lang genau dieselbe Frage gestellt und gefragt, wie hast du dich gefühlt, bevor du dir den linken Oberschenkel verbrannt hast? Immer wieder, ganz liebevoll, das war die einzige Frage. Und irgendwann war ich an dieser, was ihr jetzt spürt, an dieser krassen Lebensenergie, die durch mich fließt. Ich habe ja super viel Energie. Aber die war halt immer gedeckelt. Also ich bin da nicht rangekommen an diese rohe Urkraft, Prana, Chi, keine Ahnung, Life Force, Lebensenergie oder sowas. Und dazu gibt es auch ein Video auf Englisch von mir, die psychedelische Erfahrung. Und ich gehe damit ganz offen um. Meine Geschäftspartner wissen das, meine Familie weiß das. Ist ja leider ein schwieriger Status, rechtlich. Also ich bin
also ich biete das auch nicht selbst an, aber es ist ja, es gibt es ja trotzdem, sage ich jetzt mal, ja, also, so, genau. Ansonsten integrale Lebenspraxis. Ich war Balletttänzer und überdehnt. Also ich habe nach Ballett, ich habe 13 Jahre Ballett gemacht und dann 8 Jahre Iyengar-Yoga, also so eine ganz harte körperliche Yogaform. Und ich habe mit 24 aufgehört, mich zu dehnen oder so. Und ich mache primär eine Mischung aus Konditionstraining und Muskelaufbautraining, High-Intensity-Intervall-Training nennt man das. Also Cardio, Muskelaufbau, Liegestütz, sowas. Ich mache keine klassischen Yoga-Asanas. Genau. Und ich habe eine sehr bewusste Ernährung. Auch eine sehr spezielle, aber koch gerne. Ja, das, was ich dann anbiete, ja, ist ja eher, das geht ja nicht um mich, sondern es geht ja darum, herauszufinden, was die jeweilige Person in ihrem Leben braucht, um gesund, ausgeglichen, leistungsfähig, in der Mitte, angebunden, freudvoll, fokussiert, den Alltag zu leben. Da bin ich meiner letzten Partnerin sehr dankbar, die immer gesagt hat, so wie Willig ist, das Leben ist Alltag und dann sterben wir. Es gibt nur Alltag. Und ich versuche in jeder Woche, in jedem Monat, in jedem Quartal, in jedem Jahr zu leben und zu lieben und zu lachen und mein Bestes zu geben und aber auch mal einfach einen verkuschelten Abend zu haben und mal fünfe gerade sein zu lassen, einfach ein ausgeglichenes Leben zu haben. Und für meine Verhältnisse lebe ich ein ziemlich ruhiges und ausgeglichenes Leben. Genau. Fragen? Ja, Laura. Ja, ich habe auch eine Frage. Ich fand das jetzt sehr ansprechend, was du so erzählt hast über dich. Wir haben da einige Gemeinsamkeiten. Ich komme, bin auch Kind aus einer offenen Beziehung. Und ich wurde ja integral erzogen. Meine Eltern sind ja in dieser integralen Szene. Und darum habe ich verschiedene Traumata natürlich. Kann man sich vorstellen. Ich habe zwei Fragen. Und zwar, wie wirkst du dem entgegen, mit welcher Praxis dich nicht aufzublähen? In deinen Gefühlen? Das wäre jetzt die erste Frage, die ich habe. Und die zweite Frage wäre, nutzt du das Enneagramm als Tool und wenn ja, wie? Okay. Also, die gehören ja zusammen. Also, finde ich gut, falls die erste Frage ist, wo ich jetzt nicht sofort eine Antwort habe. Also ich glaube, das Wichtigste ist, ich nenne das immer den Autopiloten. Der Autopilot ist ja die Fixierung, in der ich bin, in Enneagrammsprache. Ja? Und ich bin ein Mensch, der intensiv fühlt. Und das Erste, was erstmal wichtig ist ja, das überhaupt erstmal auf dem Zeiger zu haben. Will heißen, wenn ich eine Frau liebe, dann ist das die tollste Frau der Welt. Wenn ich einen tollen Job mache, dann ist das der tollste Job der Welt. So, also überhaupt erstmal, weil du kommst ja nicht ganz raus. Das fühlt sich ja innerlich tatsächlich so an. Das Zweite ist Gefährten und Freundschaft und intime Beziehungen generell. Also ich mache das aber mit allen, also mit meinen Geschäftsbeziehungen. Sage ich schon immer beim Bewertung, beim Vorstellungsgespräch, also ihr dürft mich immer unterbrechen, mir alles direkt an den Kopf sagen und immer, wenn ich so hochdrehe oder übertreibe, mir das direkt ins Gesicht sagen.
Und das hilft, also weil du dann natürlich von deiner Familie und deinen Freunden und deiner Partnerin im Tagesrhythmus halt einfach so ein bisschen Ali. Ja. Okay. Komm mal auf den Teppich wieder. So. Meine Meisterin, Begleiterin, Mentorin, Hexe vor allem, Brigitte, sagt immer, wenn die Dinge ganz gefühlt werden, hoch wie tief, dann läuft sich das Gefühl leer. Also wenn du in dir wirklich dieses Gefühl hast, Love is in the air, zum Beispiel, ne, ich bin dann jemand, der tanzt auf der Straße und der singt und er spricht wildfremde Menschen an, hey, guten Morgen. Aber das machst du ja nicht 2 Wochen am Stück, also dann bist du ja manisch. Sondern dann enjoy it, go for it, go full in. Ja, dann kannst du in Berlin doch mal einfach durch den Park tanzen. So halt. Und umgekehrt genauso jetzt bei der Trauer. Ich habe das noch nie so intensiv zulassen können. Halt wirklich mal einfach ein paar Tage heulen, schluchzen, Zähne knirschen. Aber eben auch den feinen Punkt merken, wo aus dem Schmerz Selbstmitleid, Drama wird. Einfach wirklich spüren, krass, da ist echt Schmerz. Das ist echt, das geht da nicht weiter und es macht auch keinen Sinn, weiterzugehen in der Beziehung. Und da den Schmerz halt ganz zuzulassen. Und auch das läuft sich dann irgendwann leer oder aus. Zum Enneagramm. Ich unterrichte das Enneagramm nicht. Als Veit Lindau noch sehr unbekannt war, habe ich bei ihm mal einen Enneagrammkurs gemacht. 5 Tage, super intensiv. Und der meinte natürlich gleich zu Beginn, ich hätte gern ein Versuchskaninchen. Wer meldet sich natürlich? Alistair. Und der liebe Veit Lindau hat mich 5 Tage, also derartig zerlegt. Mit meiner Fixierung, dass auch wenn ich durchaus kritisch, wohlwollend kritisch gegenüber Veit Lindau bin, ich diesen 5 Tagen für mein Leben lang dankbar bin. Und ich empfehle das Enneagramm, da ist eine tiefe Weisheit drin, aber ich bin nicht professionell ausgebildet im Enneagramm. Aber ich finde es eine gute Typologie, Methodik. Also die ich für mich selbst und so, also ich empfehle immer dann einfach Leute weiter, ne? Also wenn Leute mit dem Enneagramm arbeiten wollen, habe ich so ein paar Leute, wo ich sage, geht nun mal hin. Und welcher Typ bist du? Das musst du selbst rausfinden. Kann ich noch eine Frage stellen? Du kannst so viele Fragen stellen, wie du magst, also beziehungsweise sollen ja alle mal fragen, aber klar. Ich habe noch die Frage, und zwar, wir reden ja oft im Integralen darüber, diesen integralen Haltepunkt aus dem Zeugenbewusstsein zu haben und uns aus dieser Abhängigkeit der Gefühle rauszuentwickeln. Und jetzt berichtest du ja sehr viel über das Fühlen. Ich finde das sehr interessant, weil ich bin auch ein leidenschaftlicher Mensch und komme da ganz oft immer in Problematiken vom Integralen zum Postmodernen, wo ich versuche, da irgendwie mit klarzukommen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie siehst du das? Abhängigkeit von Gefühlen. Also, wenn Leute 20, 30 Jahre lang meditieren, machen ja viele, ich mache das ja auch, und die haben noch nie Therapie gemacht, dann würde ich sagen, Schnucki, hör mal auf zu meditieren, mach mal Therapie. Pretty simple.
wenn Leute 10, 20 Jahre Therapie machen, dann sage ich meistens, hey, du hast dir jetzt echt die Scheiße ganz schön lange angeschaut. Wie wär's? Gehst mal auf ein Meditations- oder ein Tantra-Seminar. Also das ist too much of the same ist einfach selten gut. Also das ist, ich kenne so viele Leute am Benediktushof, die ich liebe und die zum Teil seit 50 Jahren meditieren, wo ich immer noch sage, hey, das ist ja voll geil, aber do you love your life? Also ich meine, life is everything. Yeah? This, there is no fucking solution. It's a big mystery and then you die and nobody knows shit. Keiner weiß irgendwas. Du, Reinkarnation ist auch nur ein Konzept. Die Christen sagen, dass du im Himmel landest. Hey, Leute, das sind alles nur Konzepte. Halt so. Nobody knows shit. You have this one life. Make the best out of it. Whatever you want. If you want to be a monk, be a monk. Also wenn du ein Mönch sein möchtest, sei ein Mönch. Das ist voll cool. Ich möchte die Gesellschaft transformieren. Wer Lust hat, auf Gesellschaft transformieren und mit mir auf eine Reise zu gehen und mehr in die Kraft zu kommen, geil. Und ich habe gemerkt, dass ich Meditation neben allen tollen Einheitserfahrungen und whatever mystischen Erfahrungen, ich Meditation jahrelang auch missbraucht habe, um diese schwierigen, in meinem Falle halt traumatischen, was heißt traumatischen, ich habe ein mittleres Schocktrauma, ich bin ja, wie gesagt, kein Syrien-Flüchtling, aber dieses Verbrennungstrauma und diese krasse Panik und diese Angstattacken und diese Angstschübe, das ist schon krass, wenn du stundenlang nur da liegst und zitterst und wimmerst und dich kaum bewegen kannst und so, das ist jetzt nicht geil. Und das dann aber mit so wegsitzen, hat nicht funktioniert. Also zumindest bei mir nicht. Das Fühlen in der Therapie, das hat richtig gut geholfen. Weil mittlerweile, wenn ich so einen krassen Angst-Panik-Schub habe, dann dauert er halt mal 2, 3, 4 Stunden. Aber nicht ein paar Wochen oder ein paar Monate. Dann bin ich halt, ja gut, okay. Ja. Brigitte sagt, kann auch sein, dass das immer so bleibt. Jetzt komme ich gerade aus einer echt krassen, also war die emotional die krasseste Zeit seit 4 Jahren. Da kann man schon mal ein paar Tage echt schlecht drauf sein und rumheulen. Das ist voll gesund, glaube ich. Also weiß ich nicht, wie ihr euch verliebt, aber für mich war das gesund, da jetzt mal ein paar Tage einfach zu heulen und echt schlecht drauf zu sein. Und nicht besonders leistungsfähig. Ja. Noch bitte ein paar Fragen. Und dann könnt ihr ja auch wirklich, wir wollen ja vielleicht auch was machen, es gibt ja auch dieses Angebot oder was könnt ihr da lernen oder keine Ahnung, also fragt mich einfach. Also ich muss ja auch mal eine Lanze hier brechen als guter alter Freund und tatsächlich auch als Zeuge hier, der ja weiß, über wie viele Ebenen tatsächlich Alistair sich entwickelt und auch erprobt hat und also ich kenne niemanden und das wollte ich hier an der Stelle nochmal unterstreichen, der so viele Dinge einfach ausprobiert hat und einfach auch die Offenheit, die radikale Offenheit mitgebracht hat, also ob das jetzt die Substanzen sind, aber auch die Situationen, auch die Jobs, auch die Perspektiven und auch die Visionen. Genau, mein Hund auch. Also es macht auf jeden Fall Sinn, da nochmal in die Tiefe zu fragen, weil ich kann diesen ganzen Querblick nur unterschreiben und unterstreichen und einfach auch sagen, ja, das macht es eigentlich, diese vielen Ebenen. Und ich glaube, da können wir noch mehr hören. Genau, also fragt ruhig auch gezielter, was auch immer hilft, wenn ihr einen Widerstand habt. Also wenn ihr sagt, hey Mann, was labert denn der Typ, hält der sich für besonders gescheit oder erwacht? Also ich bin nicht erwacht, ja? Definitiv nicht. Bitte. Widerstand hatte ich nicht, aber Interesse, als du über das Trauma geredet hast, habe ich das da richtig verstanden, dass das Trauma noch da ist? Du hast nur anders gelernt, damit umzugehen? Mhm. Oder hat sich dieses Verbrennungstrauma wirklich irgendwie aufgelöst? Mhm. Also, ich kann das nur mathematisch beantworten. Das Level an Traumaenergie ist von 100% zwischen
meinem dritten Lebensjahr und meinem 38. Lebensjahr x ist gleich 100 auf x ist gleich 5. Also es ist wirklich minus 95%. Und wenn Trigger kommen, also zum Beispiel, ich erfinde jetzt was, ich bin Freiberufler, also ich bin nicht angestellt, ich habe keine Anspruch auf Krankentage oder was gibt es denn so noch, wenn man angestellt ist, keine Ahnung, als so Zeug, ja, so Sicherheit. Und wenn dann mal plötzlich zum Beispiel einfach, also ich arbeite auch meistens nur mit wenigen Kunden, so, ja, ganz bewusst. Und wenn dann plötzlich einfach zum Beispiel eine Auftragslage einbricht, ja, und du plötzlich so, okay, da fehlen mir plötzlich mal 25.000 Euro. Ja, also so, dann ist es wie so, oder jetzt eben tragende Säule im Leben, Partnerschaft. Dann taucht es auf, also dann merke ich das richtig, wie so eine Welle, die sich aufbaut. Und dann, jetzt zum Beispiel eben in dieser krassen Waschmaschine der letzten Wochen, musste ich halt einfach meinen Alltag, ich würde jetzt mal sagen, so bauen, dass ich halt einfach wusste, dass ich pro Tag einfach hier mal eine halbe Stunde, da mal eine Stunde, also ich arbeite schon auf einem hohen Level, ich einfach Zeit habe, damit ich diese Energie bearbeiten kann. Ich kann nur sagen, also ich bin nach wie vor, ich bin kein, wie nennt man das, Klient mehr bei Brigitte seit anderthalb Jahren. Aber wir hatten eine Sitzung vor 2 Wochen, wo sie auch meinte, hey Mann, andere Leute haben schlechte Tage, haben Bauchschmerzen, haben Grippe, haben einfach mal eine schlechte Woche. Das ist voll okay, wenn du jetzt mal echt ein bisschen in der Kurve hängst, wenn du dich gerade trennst von der Frau, mit der du dachtest, die nächsten 10 Jahre oder für immer zu verbringen. Da kann man schon mal schlecht drauf sein. Aber also so vielleicht, also ich weiß nicht, ob Trauma jemals weggeht. Ich glaube, fast alle haben ein Trauma. Unterschiedlich halt so, ja. Also ich möchte es auch nicht zu sehr hervorheben. Bei mir war es halt besonders prägnant irgendwie anscheinend. Ich würde gern echt, ich fände es toll, alle mal zu hören. Also wenn es geht. Ja, Christoph? Ja, gerne. Ich erlaube mir, die Frage zu nehmen, die in der Ausschreibung stand. Das ist eine Frage. Also warum ich? Warum du? Warum jetzt? Und eine zweite war auch noch da. Mal gucken, ob sie wieder kommt. Wenn du mal die erste nimmst, bitte. Genau, also ich würde die in der Beantwortung umdrehen. Also wenn der Christoph mich fragt, dann würde ich sagen, naja, wer, wenn nicht du? Und wann, wenn nicht jetzt? Und am besten dein volles Potenzial. Weil die ganzen kollektiven Herausforderungen, vor denen wir stehen, völlig egal, welche wir uns raussuchen, Nuclear Overkill Capacities, Plastik in den Meeren, Frauenrechte, Global Governance, Demographic Risk Management, Artensterben. Also ich meinte, Alter, such dir eine raus oder 2 oder 3, nicht 20. Geh voll in die Kraft und versuch deinen Beitrag zu leisten. Also so sehe ich das, innen wie außen, individuell wie kollektiv. Aber ich meine, wer, wenn nicht wir? Wir sind die Elite hier, Mann. Wir haben einen deutschen Person, einen österreichischen oder einen schweizerischen Personalausweis. Also ich meine, wir sind die Top 5% dieses Planeten. Wenn wir das nicht umbauen, wer dann? Die anderen? Was sind wir, die fünf, die Elite da? Das interessiert mich. Das ist nämlich meine zweite Frage. Ja. Wie verwendest du, also ich beschäftige mich in diesen Tagen sehr damit, mit der Frage, inwiefern soll dieses Wort integral gebraucht werden, wenn ich unterwegs bin, um halt Menschen anzusprechen mit dem, was mich bewegt, wo ich denke, wo mein Erwachen, wenn ich so sagen soll, da ist. Also wie brauchst du diesen, ich versuche ihn zu vermeiden, weil ich eher dann mit diesem eben, mich als 5%iger, wir sind ja, glaube ich, 3-4%, wir, sage ich auch, ja, wir Integralen sind 3-4%, wie Ken Weber im Interview gesagt hat, kürzlich, aus seiner Sicht mal. Also irgendwie ist es mir auch sehr ungemütlich da unter uns, ja, mit diesem Begriff. Ja,
Also ich verwende den auch auf meiner neuen Webseite, auch in den Videos, auch in der Selbstbeschreibung. Ich mache daraus immer ein Compound Word. Also ich nenne mich immer Integral Heretic. Der Heretiker ist ja der vom guten Glauben abgefallene. Und ich bin ein integraler Heretiker. Heretiker deswegen, weil der ungläubige Thomas, jeder, der die Apokryphen gelesen hat, also das Nag Hammadi-Evangelium 1948 gefunden, die ältesten Papyrusrollen, die man gefunden hat, noch aus der Gnostik in Aramäisch übersetzt, angeblich das Nächste an dem, was Christus wirklich gesprochen hat. Da hat der ungläubige Thomas, ja, den Jesus, wenn es den gab, aber die Schriften sind halt die ältesten, die es noch gibt, so, ja, also nach C14 Radiokarbon-Methode und halt nicht kanonisiert. Das ist ganz interessant, wie dann die christlichen Sprüche umgesetzt sind. Ich komme daher, in der Bibel steht, wer sucht, der wird finden. Und ich war schon immer als Kind, wer sucht, der wird finden. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. In der Gnosis, im Thomas-Evangelium steht, wer sucht, der muss suchen, bis er findet. Und wenn er gefunden hat, hat er Gewissheit. Das ist ein bisschen wie beim Ayahuasca-Trinken oder zum Session gehen oder Koans knacken. Du weißt, wenn du es geknackt hast. Und dann kannst du dich auch mit dem Williges hinsetzen. Ich sage nicht, dass ich alle Koans geknackt habe. Aber das ist ein bisschen, wenn du ein paar Mal Ayahuasca getrunken hast und wirklich gestorben bist, dann kannst du dich auch vor den Schamanen setzen und den in den Arm nehmen. Der sagt auch, Respect, Buddy, sage ich auch. Alter, das war aber echt ein bisschen krass, Kollege, hier mit dem Sterben, sagt er. Naja. Also deswegen, das war halt immer mein Weg durch, sozusagen. Ja. Und wegen dem integralen Begriff, ich benutze den gerne, weil wenn die Leute ihn mögen, hast du einen Anknüpfungspunkt. Und wenn sie ihn nicht mögen, hast du einen Anknüpfungspunkt. Und wenn sie ihn nicht kennen, hast du auch einen guten Anknüpfungspunkt. Ist ja nur ein Hashtag, ist ja nur eine Überschrift, ist ja nur eine Beschreibung, ist ja nur, also, und kritisch damit umgehen, ist nur ein Metamodell, eh nicht die Wirklichkeit, eh nur eine Landkarte, eh schon überholt. Halt wie so ein Haiku, so ein Fünfzeiler, ne? Der Frosch springt in den Teich, plops, Wellen. Also, wieso halt? Aber ich finde es gut, den Begriff zu benutzen, solange man in Demut ihn benutzt halt. Das ist ja auch nicht nur kennen, es sind ja viele andere, die das ja weiterentwickeln und kritisieren und Teilaspekte hervorheben und hinterfragen und so. Genau. Okay. Gerne andere noch. Bin gespannt noch zu hören. Ja, ich bin gerade auch ein bisschen dabei, meine integrale Lebenspraxis so zu gestalten, dass man sie auch so nennen kann. Ja. Ich bin einerseits über Wilberbuch, aber eben auch über integrales Tantra von Silvio Wirth gerade ziemlich angefixt. Und so eine Frage, welche Module siehst du da als, sind es die vier Wilberschen oder nimmst du noch was mit dabei? Der Silvio nimmt ja gerne noch den Willen mit dabei. Und diese so Bild, so einen Schrank die Treppe hochtragen, macht schon Sinn, dass ja an jeder Ecke einer anpackt, man das Crosstraining wirklich macht, statt alle an einer Ecke. Das hast du im Prinzip immer auch schon gesagt, die ganze Zeit nur meditieren ist vielleicht nicht der schlauste aller Wege. Insofern, hast du für dich die Module irgendwie erweitert oder wie kriegt man, na gut, ich lasse die Frage mal an der Stelle so. Naja, also ich glaube, die ehrlichste Antwort wäre, egal ob als Freund oder Gefährte oder in diesem Programm, was ich anbiete, ich würde es mir halt einfach mal anschauen. Ja, also viele Leute verlieren sich halt in der Methodik. Im Zen sagt man auch, ein Gramm Praxis wiegt mehr als eine Tonne Theorie. Und halt einfach mal hinschauen.
Ich gebe zum Beispiel ein einfaches Beispiel. In der letzten Challenge war, darf ich uns sagen, war Indra Adnan. Die hat eine politische Partei gegründet und ist Aktivistin. Ja, total tolle indonesische Frau, erste Einwandererfamilie aus Großbritannien. Und die meditiert ganz viel und betet und so. Und wir kennen uns eine Weile und die hat bei der Challenge mitgemacht. Und dann hat die sich immer so bei ihren ganzen Projekten aufgehängt. Und ich habe ihr gesagt, hey, das hängt nicht an deinen Projekten. Das hängt daran, weil du deine verkörperlichte Form, also einfach wie du in diesem Körper bist und lebst, wie du isst, wie dein Alltag ist, wie deine Woche ist, dass du das nicht wirklich ernst nimmst, sondern für dich ist deine Passion, dein Purpose, deine Partei, deine Welt verbessern so viel wichtiger, als dich um eine gesunde Ernährung, eine ausgewogene Ernährung, Pausen, Ruhezeiten, Selbstliebe, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Sexualität zu kümmern. Und wir haben, also ich kenne sie lange und begleite sie auch als Berater, aber wir haben im Prinzip während der ganzen Challenge eigentlich nur an ihrer Weiblichkeit und an der Sinnlichkeit und sich mal was Gutes tun gearbeitet. Und das hat ihr ganz viel Kraft gegeben. Weil sie ist so Ende 50. Knapp 60. Ich habe ziemlich viele Klienten, die deutlich älter sind als ich, manche auch 70. Also einfach nur so als Beispiel, das macht nur One-on-One Sinn, weißt du? Also das macht nur da, wo der Schuh am meisten drückt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, Schuh anschauen. Und dann anderen Schuh oder keine Schuhe, weiß nicht, Barfuß laufen. Ja, ist schon klar. Also ich meine, ich bin ja auch schon eine Weile dabei und es ist, ich weiß schon halbwegs, wo mein Schuh drückt. Ich bin gerade in subtilen Bereichen ein bisschen unterentwickelt, da könnte ich gut ein bisschen Nachhilfe gebrauchen und da versuche ich jetzt eben ranzukommen und die verschiedenen Sachen zu schauen, was ich da in meine Praxis eben reinwähle. Und ja, ich bin ja immer noch ein paar Leute nicht gehört oder nicht Fragen gehört. Sam, Sherin, Dina, Michael. Ja. Damit du mich hören kannst, kann ich, oder ihr mich hören könnt, kann ich gern was sagen. Ich habe nicht wirklich eine Frage. Ich kann dir aber sagen, dass dieses jungenhaft Leichte, dieses unverblümt Direkte, dass mich das sehr anspricht. Also nicht, dass es mich nur amüsiert, sondern es spricht auch mir einen Teil an, der bei mir eher weniger gelebt ist. Also ich kann viel Strenge und Klarheit und Aufgeräumtheit. Und das ist das, was mich besonders reizt. Und ansonsten, ich würde sowieso nicht unbedingt entscheiden nach den Informationen, die ich erhalte, sondern nach dem, was entsteht. Und da habe ich genug von dir mitbekommen. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass du mich herausfordern könntest und dass ich mich von dir weiterentwickeln lassen würde. Also insofern, ich habe da in dem Moment keine Frage, die so nahe liegt, dass ich sie jetzt hier in die Runde geben könnte. Was, glaube ich, echt Sinn macht, das ist keine Verkaufsveranstaltung. Trotzdem, wenn ihr Bock habt auf diese 77 Tage, fragt mich mal einfach, die beste Frage ist immer, was willst du wirklich verändern und kann ich dir dabei helfen? Weil ich bin kein Therapeut, ich habe ganz viel Liebe, ein Riesennetzwerk, ich habe abartige Kontakte in jede Richtung. International, national. Und ich bin auch nicht scheu, meine Kontakte zu schenken. Mhm. Manche Leute wollen auch Dinge, wo ich einfach sage, ganz ehrlich, da vermittle ich dich lieber zum Stefan oder zur Ulrike oder zur Johanna. Also an der Stelle könnte ich schon formulieren, dass das, was ich reizvoll empfinden würde, sowohl in einer Gemeinschaft als auch mit jemandem Erfahrenen zusammenzuschauen, wie ist denn meine integrale Lebenspraxis, wie ich sie für mich bezeichne. Noch ausbaufähig. Also was gibt es da für Dinge, die mich anregen könnten? Ich bin so eine, ich suche Inspiration und mag auch gerne Dinge ausprobieren. Und ich habe in meinem Umfeld
durchaus Menschen, mit denen ich mich über viele Dinge austausche, aber nicht speziell über die integrale Lebenspraxis. Das würde mich reizen und ich denke, da bin ich bei dem zumindest, wie ich dein Angebot verstanden habe, relativ gut aufgehoben, oder? Ja, ja, total. Also kurz zu dem Angebot, das steht irgendwo auch da in einem Link. Ich habe nur zwei Angebote. Ich habe zu meinem 41. Geburtstag entschlossen, das ist die Business Challenge, die fängt nächste Woche an. Dazu kann ich auch noch ganz kurz was sagen, die ist aber fast voll. Die ist auch nur auf Englisch. Also ich habe zwei Produkte, 77 Tage kann man mit mir auf die Reise gehen, 11 Wochen in einer Gruppe, in die man sich nicht einkaufen kann, sondern die ich kuratiere. Also wenn jemand Bock hat, dann schreibt er mir einfach eine E-Mail und dann machen wir ein Gespräch und dann gucken wir, ob die Resonanz zwischen uns beiden so ist, dass wir uns beide wohlfühlen, ne? weil das macht ja nur für beide Sinn, wenn die Resonanz da ist. Und ich kuratiere die Gruppe, ich versuche die immer so zu kuratieren, dass Hälfte Frauen, Hälfte Männer sind. Ich neige ein bisschen zu Frauenüberschuss, manchmal, weil ich sehr gut mit Frauen kann. Aber ich versuche echt immer Hälfte, Hälfte zu machen. Also ich versuche das zu gendern. Und ich versuche die, wie soll ich mal sagen, ich habe andersherum, ich habe zwei Container, ich habe zwei verschiedene Challenges. Die einen geht es nur um Business, da machen wir 20% integrale Lebenspraxis und 80% Business Development. Ich komme ja primär aus dem Business Development. Also ich baue Projekte, ich baue Geschäfte, ich baue Organisationen, ich bin der Projektleiter, ich besorge das Funding, ich leite eine Stiftung, ich mache Außenkommunikation für einen Think Tank. Also ich bin richtig Consultant international für Organisationen. Und mit der anderen Hälfte der Arbeitszeit mache ich diese zwei Challenges. Und die eine, da machen wir primär integrale Lebenspraxis, also wirklich Yoga, Meditation, wenn es euch interessiert. Ich werde nur drüber sprechen. Psychedelika, schamanische Erfahrungen, Tantra, Ernährung, Körpertraining, was auch immer dir dazu hilft, dass du voll in die Kraft kommst. Das fängt am 3. Mai an. Und die Business Challenge fängt nächste Woche an. Da sind 10 Leute drin, also noch 2 Plätze. Und da machen wir wenig integrale Lebenspraxis. Das sind wirklich so Leute, die gerade ihr Business skalieren, eine Organisation aufbauen, die Investoren sind. So, also einfach eine andere Baustelle sozusagen. Das sind die 2 Produkte, die ich anbiete. Genau. Also wenn gerade Pause ist, mir brennt noch eine Frage. Bitte. Wir haben dich ja auch gebucht oder geschenkt bekommen als Consultant für ein paar Stunden bei uns im IF. Und mich würde interessieren, wie du das siehst, die Passion und die Sexiness und die Kraft und die Intensität, die fehlt ja meist ein bisschen in diesen integralen Institutionen. Und wie würdest du diese Krankheit bezeichnen oder wie würdest du sie diagnostizieren oder was wäre die Medizin, dass wir da rauskommen? So im deutschen Feld jetzt mal, Amerika ist was ganz anderes, wo wir uns integral engagieren, aber so auch ein bisschen gefangen sind in, wir haben heute Morgen, habe ich schon vorhin gesagt, gesprochen, in einer gewissen Langeweile oder in einer gewissen Form des Bewahrens und Behütens und die Passion nicht wirklich durchbricht. Also, es hat einen Grund, dass ich mich als integraler Heretiker bezeichne, weil in der Regel die vom wahren Glauben Abgefallenen, die sind, die es echt machen. Da draußen, das Integrale ist längst bei McKinsey und Bain und Accenture und bei Volkswagen und in den Personalabteilungen und in der HR und im Impact Investing. Das ist alles längst da. Die Leute benutzen Spiral Dynamics, die Leute reden über Quadranten, die Leute kennen sich mit Meditation aus, die Leute machen integrale Lebenspraxis, die Unternehmensberatungen arbeiten damit.
It's everywhere. Also ich bin natürlich auch ein sehr spezielles Beispiel, aber ich bin ja ein Fraktal dessen, was ich vertrete. Will heißen, also ich meine, Wilber hat viele Millionen Bücher verkauft. Ja, also ich meine, das sind Bestseller. Arjuna Adak, David Data, 25 Millionen Exemplare. It's out there. Und sich dann einzubilden, dass das integrale Forum der Hüter des Grals ist, da musste man mit echt erfolgreichen Impact-Investoren oder Philanthropen oder echt erfolgreichen Consultants oder Leuten im HR-Management bei Volkswagen oder wo auch immer reden. Klar kennen die Spiral Dynamics. Klar wenden die das an. Logisch benutzen die das in der Klammer. It's out there. Klar auch wieder nur bei den 5% oder so. But it's out there. Warum? Und das ist ja das Geile, das unterrichte ich dann ja auch mit meinen Klienten, weil es dir einen ganz erheblichen, eleganten, performativen Unternehmen, Wettbewerbsvorteil verschafft. Du bist einfach cleverer. Du bist einfach besser im HR. Du bist einfach besser im Impact Investing. Du bist einfach erfolgreicher. Ich bin wirklich ein Beispiel. Ich verdiene nicht 250.000 Euro. Nein, weil ich nicht in der normalen Unternehmerwelt arbeite. Aber ich verdiene nicht schlecht. Und die Projekte, mit denen ich mich beschäftige, die sind absolut Weltklasse. Also die sind, da gibt es nichts mehr drüber. Und da wollte ich immer hin. Und da bin ich auch stolz drauf. Da bilde ich mir nichts drauf ein, aber da wollte ich immer hin. Und ich glaube nicht, dass ich das ohne das integrale Modell geschafft hätte, weil die anderen, die da sind, interessanterweise, die trinken ja auch Ayahuasca. Spannend. Die machen ja auch Meditationsretreats. Aha. Die benutzen auch das Enneagramm. Die treffe ich auch auf dem Tantra-Festival. Aha, spannend. Also ich bin ja ein Fraktal der Leute, mit denen ich arbeite. Die meisten kennen davon Wilber. Und die paar, die es nicht kennen, die haben halt Keegan in- und auswendig studiert oder waren lange bei Otto Sharma und finden halt Ken Wilber ein bisschen trocken. Aber was ich nur meine, ist, dass die Frequenz der kognitiven und der emotionalen Intelligenz, wenn man das jetzt mal so nach den Linien aufteilt, die ist ja da. Das sind alles Leute, meine Geschäftspartner, Freunde, Gefährten, das sind alles Leute, wo ich so, okay, Respekt. So, okay, du machst aber immer echt krassen Scheiß. So, okay, wow, Respekt. Also, ich meine, das wollen wir doch alle, oder? Ich nenne das immer geilen Scheiß, sorry. Also so geile Sachen machen. So richtig geile Sachen machen. Ich hoffe, das war präzise genug darauf geantwortet. Ungefähr. Dina, Christine. Ja, bitte. Ich hatte es schon mal, deswegen wusste ich nicht, ob ich nochmal darf. Ja, ich habe sehr viel Resonanz zu dem, was du so sagst. Und meine Frage ist, hast du jemals die Angst gehabt, zu viel zu sein? Weil das ist eine meiner größten Ängste, die mich immer umtreibt. Und ich mich manchmal frage, habe ich einfach nur das falsche Umfeld? Weil das mit dem Energie runterleveln kenne ich total. Umfeld wechseln. Alle 3 bis 5 Jahre. Radikal ausmisten. Ja. Wer es nicht mit dir aushält, aussortieren. Ja, okay, ich habe es befürchtet. Scheiße. Alles klar. Nach oben ist ja kein Limit. Die Leute, die den radikalen Weg nach innen mitgehen. Also schau mal, das ist ja wirklich das Paradox. Ja? Wenn du mal so eine Gotteserfahrung hattest. Also nochmal. Ich bin nicht williges Jäger, ich bin kein spiritueller Lehrer, ich bin nicht Arjuna Adak, aber ich hatte jetzt schon genug Einheitserfahrungen. Das ist ja auch wieder nur eine Erfahrung. Du landest doch wieder in der Dualität. Die Neo-Advaita-Vedantis, meistens wirklich sind es Neo-Advaita-Vedanta, die dann die ganze Zeit nur so Om Sat-Chit-Ananda rumsitzen. Ich stehe auf die spirituellen Lehrer, deswegen, ich kenne die Interna, deswegen bin ich aber. Ich mag eher Veit Lindau,
ohne die Interna. Aber der macht einfach was. Der macht auch echt Projekt. Ja, Sadhguru, ja, auch der hat eine narzisstische Ader. Aber Mann, der baut den Ganges um. Der will den Ganges in Trinkwasserqualität verwandeln. Das ist mein Projekt, wo ich sage, bam, I got fucking respect. Du hast 150 Millionen Inder mobilisiert. Bam, du machst den Ganges in Trinkwasserqualität. You got fucking balls, man. Das sind für mich spirituelle Lehrer. Rumsitzen, so alles eins. Ja, and then? Also, und mit dem zu viel sein, kurz nochmal aus einer therapeutischen Perspektive, und ich darf das sagen, ich war gerade bei meiner Mutter, ich war der Erstgeborene, ich war ein sehr wildes Kind, und meine Mutter war von der Geburt an komplett überfordert mit mir und hat mich immer bei meiner Oma geparkt. Ich bin im Drei-Generationen-Haushalt groß geworden. Und es hat mich sehr lange gedauert, um zu verstehen, dass meine primäre Partnerbindungswünsche immer die Kopie meiner Mutterbindung war. Ich also mir immer Partnerinnen organisiert habe, bis auf die allerletzte, die Sanna, die Thomas kennt, die mir immer Frauen organisiert, die von morgens bis abends komplett überfordert waren von mir und wo ich mich immer so, ja, Schatz, tut mir voll leid. Okay, nee, dann natürlich nicht. Das musst du aber erst mal verstehen. Ich habe da eine Menge Therapie dafür gebraucht. Warum soll ich dann keine Frau haben, die mit meiner Energie nicht klarkommt? Das stimmt nicht ganz, Ali. Also es waren zumindest einige dabei, die zu einigen Zeiten auch dich überfordert haben. Ach so, klar, ja natürlich. Nein, das aber, war jetzt nur ganz aber ansonsten gibt es 100 Punkte. Nein, das meinte ich nur ganz, ganz kurz, weil in der Regel kopieren wir in der Partnerwahl entweder die primäre Liebe zur Mutter oder zum Vater. Und ich habe echt eine Menge Familienaufstellung und Therapie gebraucht, um das einfach zu knacken. Das ist ja nur ein Autopilot, nur ein Muster. Michael und Dina. Wollt ihr mich noch was fragen? Und Sam? Also ja, ich habe spontan noch so eine Frage, ja. Die betrifft deine freiberufliche Tätigkeit. Ja. Weil mich einfach jetzt interessieren würde, ob du davor festangestellt warst oder ob du schon immer freiberuflich unterwegs warst und ob du dir das selber aufgebaut hast, ob du davon Hilfe bekommen hast oder wie du das irgendwie finanziell auch gemeistert hast, weil es gibt ja schon einige Risiken ein. Okay, also. Das Erste wäre, es gibt keine perfekte Antwort. Und das Zweite wäre, ohne mich jetzt in Geschichten zu verlieren, dass Leute anders mit dir kommunizieren, wenn sie dich durch die Sicherheit nicht erpressen können. Subtil. Ich habe das Angestelltsein häufig so empfunden, dass man dann da halt so, weil man da so und so viele Stunden arbeitet, man da halt so und so was dann auf den Schreibtisch bekommt. Wo ich mir gesagt habe, Alter, leck mich am Arsch. Also das wollte ich einfach schon als Schüler nicht. Ich glaube, man kann im Leben nicht alles bekommen. Ich versuche die Quadratur des Kreises. Ich habe meistens sogenannte feste, freie, lange Laufzeitverträge, also die Arbeit für die Stiftung und für den Think Tank sind ohne Laufzeit, ja, also das, ich stelle da Rechnungen, ja, aber also ich höre sozusagen nicht auf, die Rechnungen zu stellen, so, und ich bin jetzt nicht wie ein Fotograf, der sozusagen an 80 verschiedene Kunden Rechnungen stellt. Und das Zweite war, dass ich, als ich begonnen habe, meine Freiberuflichkeit zu machen, ich halt mein Purpose, also einfach diesen systemischen Wandel in die Mitte gestellt habe und ich bis vor kurzer Zeit einfach auch echt wenig Geld verdient habe. Also da bin ich jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, aber in diesem Bereich, in dem ich arbeite, da zahlt man, wenn man Glück hat, so wie
im Tarif öffentlicher Dienst, aber nicht besonders gut wie im Tarif öffentlicher Dienst. Also wir reden jetzt von Grundschullehrergehalt bei Vollzeit. Also das ist nicht das, was ich verdiene. Mein Brutto-Vollzeit-Äquivalent, das ich bei der Stiftung bekomme, ist TVÖD A13.2. Das ist, was meine Mutter als Verbeamtete kurz vor ihrer Pension bekommt. Ja, aber das ist immer noch weniger als die Hälfte vom Einstiegsgehalt von einem normalen Consulting-Job. Und ein Viertel bis ein Sechstel von dem, was du im Impact Investing verdienst. Also das ist immer so, wo positionierst du dich? Ich habe einen sehr gebootstrappten Lifestyle, also Bootstrapping, ich besitze ganz wenig, ich brauche wenig, ich liebe schöne Dinge, gutes Essen, Tattoos, also ich habe ein schönes Leben, ich habe eine schöne Wohnung im Prenzlauer Berg und ich bin jetzt 42, Thomas weiß das, ich kann mir immer noch vorstellen, eigene Kinder zu haben, ich glaube, ich werde es nochmal drauf anlegen. Und ich habe Bock auf mehr Sicherheit und ich bin halt auch echt einfach radikal. Also ich akzeptiere nicht so viele Leute als meine Kunden und Auftraggeber. Also da muss man wissen, mein Vater hat mir gesagt, das vielleicht abschließend, hat mir gesagt, wenn du wirklich dein eigener Mann sein willst, dann guck, dass du möglichst wenig laufende Kosten hast, weil je weniger laufende Kosten du hast, desto weniger bist du erpreisbar. Also ich kann sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, von fast nichts leben und werde ja, wenn, also ich verdiene jetzt nach 14 Jahren in meinem Segment international jetzt auch nicht schlecht, ja, also ich habe mich da halt schon sehr hochgearbeitet einfach. Ja. Keine perfekte Antwort, das ist halt weniger Sicherheit als in der Festanstellung. Ja. Umso wichtiger die integrale Lebenspraxis, dass man halt stabil ist und fit und leistungsfähig. Ja. Danke. Ja, Sam. Auch noch eine Frage zur jungen Generation, so bis 25 Jahre. Hast du da Erfahrungen? Ich nehme die junge Generation einerseits sehr bewusst wahr. Die denken ein bisschen mehr auch über ihren eigenen Kosmos hinaus. So, das nehme ich so ein bisschen wahr. Aber auf der anderen Seite, ich habe einen Götti-Bub verloren, der hat sich das Leben genommen. Das war eine schwierige Phase jetzt für mich so. Auch eine Überforderung mit der Zeit, sehr sensitiv, sehr ja, feinfühlig für das Ganze, eine Überforderung mit dieser Art, wie das Leben ja eben einfach so läuft. Und meine Frage ist an dich, hast du Projekte, wo du mit jungen Leuten arbeitest? Was sind so deine Erfahrungen dabei? Gibt es da positive Entwicklungen? Wie siehst du das so im Gesamten? Also, jetzt musst du wieder losmachen. Ich glaube, die ehrlichste Antwort wäre auch da wieder zu sagen, ich versuche schlicht und einfach das zu machen, was aus meiner Mitte kommt und dann zu gucken, was passiert. Ja? Und meistens sind die Leute, mit denen ich zu tun habe, sowohl als Consultant, als auch als Coaching-Klient, selten weit unter 30. Also ich habe manche Ausreißer, also die sind dann 26, aber haben halt ähnlich wie ich eine krasse Lebenserfahrung, waren schon weg und Therapie und Meditation und Psychedelika und schlag mich tot. Ja, ich würde mal sagen, das Gros der Leute, mit denen ich zu tun habe, ist zwischen 30 tatsächlich bis 70. Also ich habe jetzt auch in der neuen Challenge, in der Business Challenge, habe ich zwei sehr seniorige Investoren, die mich proaktiv angesprochen haben, um ihre Nachfolge zu klären. Also die sind einfach, ja, die sind jetzt in einem Alter, wo sie sich halt überlegen müssen, gut, jetzt habe ich halt nochmal 10, 15 fette Jahre,
Und was mache ich dann? Weil eins das, was ich anbiete, ist dieser 7-Jahres-Plan, also mal wirklich lange zu schauen, was möchtest du hinterlassen, wenn du stirbst? Beschreibst du in dein Testament? Also was machst du, wenn du diesen Planeten verlässt? Die Sterblichkeit. Also zum Beispiel. Ja. Aber mit ganz jungen Menschen, ich habe keine speziellen Angebote. Ich mache die Projekte primär, das englische Wort heißt Leverage, also Hebelwirkung. Die Projekte, die ich mache, mache ich primär, um die Hebelwirkung für radikalen systemischen Wandel möglichst zu intensivieren, größer zu machen oder sowas. Auf beiden Seiten, sowohl bei den Coaching-Klienten als auch in meinem Consulting-Business. Michael? Zum ersten Hallo und schön, dich zu hören. Wir sind uns nie begegnet. Das war inspirierend. Geht gerade durch und durch. Und ich hätte nicht eine Frage, aber wo ich noch hängen bleibe, ist deine etwas statistische Beschreibung des Rückganges deiner traumatischen Energie oder dieser Moment, wo du sagst, das geht von 100 auf 5 zurück. Das ist eine krasse Aussage. Und wenn wir jetzt Zeit hätten oder wo ich jetzt bei dir da noch nachfragen würde, wäre wirklich, was denkst du, war das eine Art Saulus fällt vom Pferd, es tut ihm der Arsch weh und ist danach Paulus Erfahrung? Oder also wo kommt diese radikale Verschiebung oder wo findet die statt? Oder vielleicht noch eher, wie hast du das dann in der Feinheit und im Detail auch erlebt? Da würde ich, wenn wir Zeit hätten, würde ich da nachfragen. Also nachdem ich jetzt nicht um Strich halb Schluss machen muss, ich würde dann gerne das beantworten und dann vielleicht nochmal wie so eine Klammer setzen, gemeinsam oder so. Also, ich weiß gar nicht, ob ich darüber jemals gesprochen habe. Also, in der Traumatherapie, die ich gemacht habe, heißt die Technik Somatic Experiencing. Das ist einfach eine Technik, da gibt es mehrere. Ja? Und Brigitte hat mir das immer so beschrieben, wie diese Trauma-Energie in Scheiben zu schneiden, weil diese ganze Trauma-Energie zu viel ist. Und das, was ich nie hatte, obwohl ich echt viel Therapie gemacht habe, Brigitte meinte einfach, du warst immer bei den falschen Therapeuten, du hättest das auch schon 10 Jahre früher los sein können. Weil es hat gar nicht lange gedauert. Ich habe bei ihr 5 Monate 20 Sitzungen gehabt oder so. Per Zoom, also nicht live. Macht keinen Unterschied. Wenn ich jetzt ausgelöst, zum Beispiel Thomas hat das ja live mitbekommen, durch diese krasse, so, okay, meine Welt bricht zusammen, okay, keine Frau, so, ne? Also diese krasse Welle. Dann wäre ja die erste Reaktion, vor dieser Welle wegzulaufen. Also ich zumindest, als Trauma, weil das ist voll crazy. Und jetzt hast du 2 Entscheidungen. Die erste ist, wenn du gerade Zeit hast, wenn die Welle kommt, einfach zu sagen, so, okay, das ist aber eine krasse Welle, dann Laptop zumachen, Handy auf Flight Mode und einfach ein Handy, einen Wecker stellen für eine halbe Stunde und halt mal in diese Trauma-Energie reinzugehen. Das ist dann eine Technik, die heißt Inside Out. Du gehst also voll rein, voll in dieses Zittern, Beben, Jammern, Heulen, Zerbrechen. Und dann machst du aber die Augen auf und richtest
die Kraft deines Bewusstseins nach außen und recht, das ist einfach eine Technik, und lenkst die innen unbelebten Gegenstand. Also du lenkst deine gesamte Bewusstseinsenergie raus aus dem Schmerz, also du dissoziierst ganz bewusst und lenkst sie und versuchst einfach zu fühlen, wie zum Beispiel hier der schwarze Schreibtisch von mir sich anfühlt. Du gehst also raus. Dann geht die Traumaenergie von 100 auf 95%. Ja? Okay. Dann sagst du wieder, okay, Alter, krasse Scheiße. Und dann machst du wieder die Augen zu, gehst wieder voll in die Traumaenergie. Machst wieder die Augen auf und dann guckst du dir die weiße Wand an. Okay, die weiße Wand, wie fühlt sich eine weiße Wand von innen an? Okay, kühl, hart, okay, irgendwie Raufasertapete, ne? Du gehst da voll rein und so. Und dann bist du bei der Traumaenergie vielleicht wieder bei 92. Und so lernst du, dass du dieser Traumaenergie, das ist eine Technik, da gibt es mehrere, nicht schutzlos ausgeliefert bist, wie als Kind mit dieser Verbrennung, sondern du lernst, okay, Ali, Moment mal, das ist jetzt die vierte Frau, in die du dich verliebt hast, seitdem du 15 bist. Okay, das fühlt sich so an, als würde der Boden wegbrechen. Also du fühlst wirklich, der Boden ist nicht mehr stabil, aber Moment einmal, also die Wand gibt's doch. Und so machst du halt deine Übungen. Und stabilisierst dich wieder so, bis du das Gefühl hast, dass du dann halt irgendwann so, oh, jetzt habe ich ein Meeting in einer halben Stunde, jetzt muss ich mit meinen Übungen wieder aufhören, ich glaube, ich dusche noch mal kalt. Und dann machst du halt dein Meeting. Also dieses, vor allem dieses nicht ausgeliefert sein dieser intensiven Energie, ne, sondern die Souveränität in mir finden. Wichtig, weil mich das auch manchmal Leute fragen, das ist wirklich wichtig. Ich bin kein Therapeut, in keinem meiner Programme und keiner meiner Angebote biete ich Therapie an. Ich bin super vernetzt, ich kann die Kontakte herstellen, so Heilern, Schamanen, Hexen, alles machbar. Aber in der integralen Lebenspraxis geht es um das Frequenzband Peak Performance, also Spitzenleistung, Cross-Training, aber es ist kein therapeutischer Raum. Das ist mir ganz wichtig. Ja? Also da würde ich natürlich Einsprache erheben. Der Therapeut ist ja einfach der Dienstleister. Und du hast jetzt was? 1,5 Stunden Dienstleistung gebracht, zumindest für mich. Du kannst dich da weiter zur Wehr setzen. Ich würde dich ganz bestimmt als Therapeuten bezeichnen. Oh. Wo da deine Grenzen gehen, musst du dann selber wissen. Aber danke. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Eine saubere Klammer setzen für alle. Noch eine letzte Frage oder einfach eine Klammer setzen. Ich wollte nur mich kurz bedanken oder auch länger. Danke. Es war sehr inspirierend und tief für mich. Ich habe nur leider einen anderen Zoom-Abend vereinbart heute und muss jetzt raus. Und deswegen sage ich jetzt an alle Tschüss. Schönen Abend euch noch. Super, danke. Ja. Servus. Genau, also die Klammer zum Schluss. Wer Bock auf diese 77 Tage hat, das steht alles auf diesen Links vom integralen Forum. Ansonsten hier in diesem Chat. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mal notiert, wer alles da war. Ich war sozusagen in der Akquise jetzt nicht besonders fokussiert. Das Integral Life Practice Challenge, die fängt am 3. Mai an. Die wird nur auf Englisch stattfinden in den Gruppensitzungen. Es sei denn, es findet sich, was ich nicht plane, eine Kohorte mit nur Deutschen. Was ich nicht ausschließe, mir einfach schreiben, meine Kontaktdaten müssen ja stehen auf der Webseite, oder Cordula? Oder wenn du noch weißt, wer da war oder einen Screenshot gemacht hast von denen, die da waren. Ja, das ist alles bei der DIA, also Forum, DIA, stehen die Termine. Und hast ja auch ganz moderate Preise und höhere Preise und so weiter und so fort. Und da findet man das. Genau. Da bist du verlinkt. Und
Ja, ich weiß nicht, vielleicht zum Schluss nochmal von Thomas. Also ich mache das wirklich auch mit Leuten, die sehr eng an mir sind. Zum Beispiel mein Vater hat die Challenge mitgemacht. Und das hat dem echt gut getan. Also man kann auch, und Thomas ist ein enger Freund von mir. Ja. Also ich wollte gerade sagen, ich kann ja zumindest noch mal ein bisschen spoilern hier, wie die Engländer so schön sagen. Also ja, ich fand, für mich war die Challenge sehr, sehr ausrichtend nochmal. Das Schöne an unserer Freundschaft, die wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren pflegen, ist, dass wir gemeinsam schon so um die eine und die andere Ecke gewachsen sind, miteinander, aneinander. Und ja, auch sehr, sehr viele verschiedene Ebenen haben. Und ich wollte einfach nochmal so auf jeden Fall hier von der Seitenlinie sagen, also den Alistair, den ihr jetzt hier heute Abend gesehen und erlebt habt, das hat mir total gut getan. Das ist genau der Alistair, den ich so liebe und den ich seit Jahren in mein Herz geschlossen habe. Also da ist nichts in irgendeiner Form der Audience schuldig, sondern das ist also wirklich genau so, wie er auch mit euch am Wohnzimmertisch oder eben auch in der Challenge gesessen wäre. Und also definitiv ganz große Seele und schön auch, dass hier, ne, das war jetzt mal wieder so Witnessing, das ist auch mal schön. Sam, was ich dir noch mitgeben wollte, das ist noch ein Impuls, der bei mir noch war, junge Menschen in der Schweiz, also in der Schweiz ist das ein besonderes Problem leider mit suizidalen jungen Menschen. Das ist nur leider ein sehr tabuisiertes Thema. Da kenne ich zwei, drei Leute, mit denen ich dich vernetzen könnte, wenn dich das explizit interessiert. Und ich mache gerade ein Programm für junge Menschen, genau zu den Themen, die du angesprochen hast. Das kann ich dir vielleicht auch noch, ich schicke dir einfach kurz meine E-Mail-Adresse, dann kann ich dir das gerne direkt rüber beamen. Ist auch ein sehr wichtiges Thema nowadays. Aber eben, Alistair, danke. Ich fand, das war ein Genuss für mich. Also ich kann auf jeden Fall alles unterschreiben. Und ja, ich kann die Challenge auch absolut empfehlen. Das ist, weil er halt so ein absolut mega Repertoire hat von Tools, von Methodologies, von allem, was da in irgendeiner Form kreucht und fleucht und auch die Substanzen. Und das muss ich auch sagen eben. Also bei mir haben die Pflanzenmedizingeschichten auch nochmal danke Sam. Einige Knöpfe gedrückt und da hat mich auch tatsächlich Alistair mit hingeführt. Immer gesagt, ja, trink das mal, das war ziemlich heftig, aber danach geht's dir besser. Und ich muss sagen, er hat recht. Naja, das ist ja, weißt du ja selbst, ne, dass ja ein Freund ist und mittlerweile ja sogar in Familienkreisen. Das ist, je öfter du es den Leuten mal einredest, desto wahrscheinlicher ist, dass sie es irgendwann machen. Leute, mir hat das total viel Freude bereitet. Echt last not least, weil Deutsch einfach meine Muttersprache ist. Wer Bock hat, meldet sich. Alistair Langer ist ja auch meine Webseite, meine Kontaktdaten, Handy. Calendly habe ich hier nochmal rein, wer mit mir ein 25-minütiges Assessment machen will, also sozusagen nochmal spüren will, ob das genau richtig ist, einfach auf diesen Link drücken und dann kann man in meinem meistens ziemlich vollen Terminkalender einfach mal einen 25-minütigen Slot finden. Und ansonsten würde es mich total freuen, wenn der eine oder die andere, hoffentlich natürlich Männer und Frauen, ich bin da wirklich ziemlich stur, weil ich das nicht mag, wenn das so lopsided ist auf der eine oder andere Seite. Genau. Und mir hat es viel Freude bereitet. Vielen Dank. Schönen Abend zusammen. Lieben Abend. Ciao. Servus. Tschüss zusammen. Ciao. Danke.